Seit 30 Jahren ist es ein ehernes Gesetz für die SPÖ. Keine Koalition mit der FPÖ. Nun will Kern nach der kommenden Wahl über jede mögliche Koalition abstimmen lassen. Und das heißt im Umkehrschluss, es ist auch eine Regierung mit der FPÖ möglich. Das ist das Ende der sogenannten Franitzky-Doktrin, womit Kern aber kein Problem hat. Erstens habe ich mit dem Bundeskanzler Franitzky ausführlich darüber gesprochen und mehrfach. Und ich glaube, ohne Übertreibung sagen zu können, dass wir uns da vollumfänglich einig sind über die Vorgehensweise. Aber der springende Punkt ist ja, wir rollen ja hier nicht den roten Teppich für die Freiheitlichen aus. Nichts dergleichen tun wir, sondern wir definieren uns inhaltlich. Und was in der Vergangenheit, und insofern ist es eine Zäsur, Strategie der SPÖ gewesen war, ist zu sagen, wir sind gegen etwas, nämlich gegen die Freiheitlichen und haben uns daraus sozusagen einen Teil unserer Identität bezogen. Aber meine Intention ist ja, ich will, dass wir unsere Identität aus einer progressiven, vorwärtsgewandten Politik beziehen und nicht aus der Abgrenzung anderer Parteien. Ehrlich gesagt, da geben wir ihnen einen völlig überzogenen Stellenwert. Regieren will die SPÖ mit jedem, der 7 sogenannte Kriterien erfüllt. Diese reichen von einer Senkung der Lohnnebenkosten um 3 Milliarden Euro über 1.500 Euro Mindestlohn und 5.000 neue Dienstposten für Lehrer bis hin zu einer Verwaltungsreform. Hier ist auch die FPÖ eingeladen, wobei sich die Liebe Kerns in Grenzen hält. Wenn die FPÖ für uns als Partner in Frage kommen soll, müssen sie sich ein ordentliches Stück des Weges bewegen. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir einen Parteitagsbeschluss und wir werden sehen, ob diese Bewegung nach einer Wahl stattfindet. Und dafür haben wir jedenfalls diese Abstimmung vorgesehen. Die gilt aber nicht nur für eine Partei, sondern für alle. Im Vorstand gibt es übrigens kaum Widerstand gegen diese neue Parteilinie. Nur die Partei Jugend stimmt wie erwartet gegen eine mögliche Koalition mit der FPÖ. Kritisch reagieren auch die Freiheitlichen. Parteichef HC Strache meint, es wäre ehrlicher gewesen, wenn die SPÖ vor der Wahl über eine mögliche Koalition mit der FPÖ abgestimmt hätte. Und der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer witzelt auf Twitter, Kern-Kri habe die FPÖ auf das Spielfeld eingeladen, dabei sei diese schon die ganze Zeit da gewesen.